Das Level-Up-Event ist rausgekommen und mir ist zu Ohren gekommen, dass Bellingham eine Level-Up-Karte bekommen soll. Bellingham hat genau wie De Bruyne eine 97er Tots-Karte. De Bruyne hat eine 98er Level-Up-Karte bekommen, die man auf 99 leveln kann. Wenn das Gleiche mit diesem Typ mir passiert, hat er die beste Karte in FIFA. Das ist ja schon gefühlt die beste Karte in FIFA. Wenn die noch als Level-Up-Karte kommt, EA, alles richtig gemacht. Ihr habt mein Geld. Und mit dabei ist heute Cenk. Was geht? Was geht ab, Leute? Cenk's auch mit dabei. Bellingham, wirklich einfach eine Macherkarte. Wenn der als Level-Up kommt, boah, dann können sich die Gegner und ich auch warm anziehen. Freunde, wenn ihr ein Like da lässt, dann schreibe ich Laurin eine WhatsApp-Nachricht und sage, ey, wann kommt dieser Bellingham? Füg ihn bitte schneller ein. Wie viel Like sollen wir schaffen, dass ich diese WhatsApp-Nachricht raushau, Cenk? Wie viel haben wir letztes Mal geschafft? Das letzte Mal haben wir 11.223. 11.224 geschafft. Dann schaffen wir 11.225 Likes. Okay, Freunde, das ist die Challenge. Wird, glaube ich, schwierig, aber wenn wir das schaffen, dann kommt Bellingham. Ist das ein Ding oder ist das ja ein Ding? Lasst gerne noch ein kostenloses Abo da, check Cenk ab und ich würde sagen, wir fangen direkt an. So, Freunde, wir fangen mit den beiden Stürmern an. Ich füge meine Spieler ein und du hältst rein, okay? Yes, Leute, ich habe auch meine Tafel geputzt, Premiere. Also man erkennt es jetzt, glaube ich, besser. Ich habe gehört, Top-Kommentar war letztes Mal irgendwie, dass deine Tafel schmutzig ist, man nichts erkennen kann. Hast du dir zu Herzen genommen, ne? Ja, schön mit einem Lappen rübergegangen, ne? Alles schön sauber gemacht hier, ist doch super. So, also wenn ich darf, lieber Cenk, dann würde ich gerne den guten... Hä, wo ist er? Ich gebe mal so den Namen ein. Der versteckt sich, der hat Angst hier zu spielen, der hat Angst, diskardet zu werden. Al-Over Iran habe ich am Start als Food-Fantasy-Held. Super Typ, X-Ronaldo, super Karte und daneben spielt natürlich, wenn Bellingham im Team ist, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, Team of the Season, Macher. Boah, Junge, aber welcher falsche Fuffi hat mich eigentlich Cenk genannt? Ohne Sinn. Aber egal. Ich denke, meine Kommentare sind die geilsten. Ich liebe meine YouTube-Kommentare. Ich lese die mir immer durch und kriege immer Lachflash. Der heißt Cenk. Auf einmal schreibt jemand rein, weil er diskarden muss. Armer Cenk. Einfach aus nichts nennt er ihn Cenk. So geil. Und das ist einfach so ein scheiß Insider geworden. Ne? So und seitdem nenne ich ihn immer Cenk, wenn ich ihn sehe. Leute, ich habe auf jeden Fall aufgeschrieben, Völker und Rudi. Also, schreib weiter so geile Kommentare und jetzt habe ich deine Stürmer hoffentlich. Wen hast du? Wen habe ich? Ist echt eine gute Frage. Ich Lass bin mit. Okay, Rudi Völler. Und wenn euch schon BVB am Start hat, malen Road to the Finals. Ist halt Quatsch. Ist Quatsch. Du guckst da vorne mit dem Torwart rum. Malen und Reus habe ich auf der Tafel. Ist das geil. Ist das geil, Freunde. Mit dem Torwart im Sturm? Das wird Schmackofatzi sein. Aber ey, nur damit du es weißt, ja, Rudi Völler, Serie A. Okay. Ja, okay, 1-0 für dich, Tim. Zeit, das zu ändern. Wird Zeit, das zu ändern. Ich habe auf jeden Fall 3 Spieler auf meiner Tafel. Ich sage ehrlich, eigentlich muss der rein. Der muss rein. Freunde, ich habe gerade mein Team angeguckt und habe gerade große Augen bekommen, weil ich mir denke, was habe ich hier gebaut? Wie auffällig! Scheiße! Aber egal, auffällig ist manchmal auch unauffällig. Ich habe zum einen Shapeshifter Adeyemi. Okay. Zum anderen Julian Brandt. Und zum aller anderen, wo ist er? Musa Dia. Wie? Was? Ja. Was? Dieser Ronaldo hat mich auseinandergenommen. Dieser nee. Ronaldo hat mich Bist auseinandergenommen. Bist du auf komplett Portugal gegangen? Ich Bernardo Silva, Bruno Fernandes und Renato? Bruder, Guerreiro, hä? Dortmund, Portugal? Ja. Ey, was? Guerreiro, Silva, Foden. Nein, ey. Du hast keinen. Ich hab keinen Das einzigen. Meine ich, Freunde, mit unauffällig. Auffällig ist gleich unauffällig. Dass ich diese Spieler behalten darf, hätte ich niemals für möglich gehalten. Hilfe. Bro, ich dachte 100% Guerreiro kommt jetzt. Also, was? Ich sag ehrlich, bei mir kannst du nur einen haben diesmal. Immerhin. Also, wen denn? Dortmund-Spieler? Guerreiro? Ja. Jo. Hast du Guerreiro mitgenommen? Ja, ich habe Guerreiro mitgenommen. Okay. Dann habe ich Ødegaard, Team of the Season und Saka, Team of the Season. Also der Arsenal-Link. Der Arsenal-Link. Ich bin aber komplett... Digga, das ist so krank, ne? Ich habe 3 von 4 möglichen Spielern aufgeschrieben von Dortmund. Einfach Brandt, Adeyemi und Reus. Und ja! Ja, Guerreiro, ein bisschen undercover, ne? Auf der 6. Aber...
Freunde, bevor ich jetzt die Tafel reinhalte, Cenk, ja. Wir schließen jetzt einen Pakt. Okay. Was hältst du davon? Ja. 100 Mio SBB die Tage aufnehmen. Boah. Aber da müssten die ehrlich 11.225 Likes voll machen. Nein, ne? Ohne Likes. Einfach jetzt einen Pakt zwischen uns beiden. Scheiß mal auf die Likes. Ja, okay. Ehrlich! Ich schwör, trainiere davor, ne? Du weißt, was wir schon alles discardet haben, ne? Ich trainiere davor, ne? Ich spiele Weekend League, 3 Weekend Leagues und so jetzt. Er hat wieder Angst um seine Account-Freunde, diese 20, 25 Millionen, die ich ihn schon discardet habe, die kommen oder wieder dazu. Okay, du hast dazu gesagt. Keine Ausreden mehr, du hast zugesagt. Wir machen Kamera, weiter mit den Kamera, Karten. Hand. Jo, ich höre dir gar nicht mehr zu, was du zu sagen hast. Hallo, Hand in Kamera, Deal abschließen, schütteln, Hand schütteln. Okay, komm, Hand ist drin. Ja, Hand ist auch drin. So, zack. Los. Hältst du rein oder soll ich reinhalten? Ich halte rein. Okay, komm. Ich bin einmal links, oder das ist bodenlos, mit was für einer Karte ich links gegangen bin, aber ich muss es machen. So eine Team of the Tournament Karte Robinson. Das ist ein 74er. Okay. Wie 74er? Ja, und rechts Zaha Premium Shapeshifter. Was? Digga, das zählt gar nicht. Das doch, das zählt. Ein Hero. Du hast schon ein Hero. Das zählt nicht. Und dann noch ein 74er, ist auch verboten. Bronze, Zahn, Bronze. Nein. Natürlich. Digga, da könnte man ja nur Premium-Shapeshifter-Karten benutzen. Das zählt schon. Ja, das ist Hero. Das zählt doch nicht als Hero. Ja, dann nicht. Leute, schreibt mal rein. Zählt das oder zählt das nicht? Ich hätte das nicht echt mal wissen, zählen lassen. Ja, Bruder, denkst. Aber das ist ehrlich unfair. Dann könnte man einfach 3 Hero-Karten sozusagen einbauen mit Shapeshifter und haben alle Full Chemie. Ist ja quatschig. Egal, nächstes ja, Mal. Wir haben die Regel nicht festgelegt. Alles gut, du darfst dich spielen. Okay. Ich halte meine Tafel auf jeden Fall rein. Perfect ich Link. Ich bin wieder. Oh, ich habe einen Perfect Link. Hast du auch einen Perfect Link? Nö. Ist ein Perfect Link möglich mit den Spielern, die du aufgeschrieben hast? Nö. Wie? Glaub nicht. Wieso? Ich glaube nicht. Ich bin wieso? Gespannt. Ich habe 2 Portugiesen auf jeden Fall wieder. Ich habe 2 Franzosen mit. Ja. Das ist der altbekannte Link, den man aber gar nicht mehr benutzt. Deswegen benutze ich ihn heute mal wieder. Theo Hernandez Tots, pinke Haare, super. Und Kalululu. Echt jetzt? Ja. Boah, das war sneaky von dir, Bro. Das war echt sneaky, oder? Ah, guter Move von dir, ehrlich, gar nicht. Okay. So, Freunde, du hast noch nichts erraten, Cenk. Wir machen meinen Spieler zuletzt, damit wir wissen, dass es spannend bleibt, ob ich ein volles Team habe oder nicht. So, ich halt rein. Okay. Ich bin in die 3. Liga gegangen und zwar in die niederländische Eredivisie. Gertruida Team of the Season, Kimba Future Star und dann im Tor. Habe ich den noch nicht? Muss ich kurz einmal schauen. Eredivisie. Wo ist der? Bijlov heißt der. Wegen Chemie muss ich den nehmen. Wie heißt der? Bijlov. Ah, ich kenne den, ja, ich kenne den. Der hat 89 oder so, ne? Ja. Naja, Ruben Dias, Van Dijk, Alisson. Ich dachte, safe, du gehst mit den beiden, weil Holland-Link für Malen, Portugal-Link für Guerrero, aber ja, war nicht. Ah, gut gedacht, Bro, gut gedacht. Rot nix. Aber okay, ich das heißt, ich habe wie viel bei dir erraten? Nein. Im Sturm halt, ne? Das tut auch weh. Und dadurch ist mein Bellingham nicht cool. Ich glaube aber, du hast nichts bei mir, um ehrlich zu sein, weil ich habe das sneaky, sneaky, sneaky gemacht. Auf der linken Innenverteidigerposition spiele ich gerne den roten Lacroix. Oh, okay. Dann Innenverteidiger Icon Desailly. Habe ich irgendwie mal geschenkt bekommen von EA. Haben die mir einfach so mein Inventar gelegt. Auf einmal hatte ich den. Nie was dafür getan. Und zu guter Letzt habe ich dann noch Hero Dudek. Deswegen meine ich ja, du kannst eigentlich gar nicht haben. Ah, Desailly hast du safe bekommen wegen Saisonfortschritt. Der war doch bei diesen Aufgaben. Ehrlich? Die haben dir automatisch Desailly gegeben, anstatt 84 plus mal 25 oder so. Wirklich? Die. Asozial. Ja? Ehrlich, Asi. Ja, okay, komm, was soll ich da machen? Ich habe auch geschrieben, ich bin mit Franzosen gegangen, aber Marquinhos, Kimpembe und Samba. Freunde, wir laden uns ein, möge der Bessere gewinnen und ja, heute mal ein bisschen ruhiger, aber Discards können trotzdem teuer werden. Schmeckt. Boah, volles Team gegen einen Bronzespieler. Du hast den nicht mal als Special-Karte, diesen Torwart. Nein, gab's doch auch nicht als Special Card. Natürlich, der hat so auch so eine Aufgabe echt gehabt jetzt? Oder so. Ich hab den sogar, ja. Eine Aufgabe? Du trittst mit einem Non-Rare an. Das kann ja nur schief gehen für dich. Jetzt musst du eigentlich 6 Dinger kassieren dafür. Ich werde alles geben, um ihn 6 Dinger für diese Respektlosigkeit. Wie im Juli, er kommt mit einem Non-Rare-Torwart an. Junge, es gab den nicht so als viele. Special. Ja, den muss man sich ja spielen. Ja. Da musst du halt Ruben Dias mitnehmen und Van Dijk. Damit du dir errätst, oder was? Ja. Nee. Natürlich, warum sonst? Scheiße. Nee. Da ist Tesla hier, aber sowas. Ey! Ach, den hält Dudek doch fest mit der Kappe. Bisschen warm schießen, bisschen warm schießen.
Oh! Nee. Oh! Und Diaby hat 99 Tempo. Tschüss! Oha, Timba, mies gut. Hör auf mit deinen scheiß Okochas und so, ich hasse es. Der Typ macht so... Digga, das ist so OP, dieser Skill-Move. Man kann den nicht verteidigen. Die Spieler haben keinen Zugriff, man läuft einfach vorbei, ne? Von wem hast du diesen Scheiß eigentlich gelernt? Wie macht er den nicht rein, ist die Frage. Ohne Sinn. Von wem hast du diese scheiß Okochas gelernt? Von mir. Hast du selbst erfunden, diesen Skill? Also diese in der Situation einfach so Okocha zu machen? Jo. Was ist das denn? Tschüss. Ist nicht abseits. Torwart. Spaß. Spaß. Nee, der macht da einfach einen Panic Heal to Heal und der Ball geht trotzdem ins Netz. Das Runde landet im Ecking. Ich dachte, der hat 4 Sterne Skills. Ich wollte den Rudi Völler, Junge. Es gibt nur einen Rudi Völler. Ehrlich, ne? Durch. Jude, 99er Bellingham. Nee. Oh, hat Bellingham den gut eingeleitet. Das gibt schon mal ein Plus. Er hat sich schon mal auf Level 98 geupgradet. Ja, ja. Oh, so spielt er auch bei Real Madrid. Und genau so macht er den auch bei Real Madrid. Nein, er macht den besser. Guck mal, wie gut er aber ecken kann. So ein schöner Typ. Macht die Ecke so gut. So gut. Warum hast du die Ecken? Ronaldo, first touch. Ja. Ja. Digga. Kannst du keinem erzählen, mit was für Menschen man hier spielt. Er sagt zu mir, wir machen diese Scheiße nicht mehr. Guck mal, was er da direkt macht. Nein. Dafür Eigentor. Gesehen, jeder, der es macht, muss Eigentor schießen. Mach Eigentor jetzt. Ja. Alle. Wir machen neue Regeln. Sobald jemand das macht, muss er Eigentor machen. Ja, okay. Das steht jetzt im Regelbuch. Ab jetzt die Regel. Okay. Okay. Ohne Fingerkreuzen alles. Zeigen wir mal Tim, wie man Ecken schießt. Zack, zack, zack. So einfach. Du willst mich einfach, einfach ist. Und wer hat's gemacht? Natürlich Bellingham. Ist das verrückt. Ja. Junge, ohne anwählen, wir machen das nicht mehr. Was wählst du den an? Denkst du, vertraust du mir nicht oder was? Na. Wieso sollte ich meinen eigenen Cousin anlügen? Wie dreist bist du denn? Du flunkerst mich immer an in SBBs. Du verarschst mich jedes SBB, Junge, und dann fragst du, warum ich denke, dass du lügst. Wo habe ich dich das letzte Mal verarscht? Immer. Allein im letzten SBB, bei mir. Nein, das waren nur 3 Shapeshifter. Guck's an. Ich will dich so am Ummetzeln eigentlich jetzt wegrätschen dafür. Einfach nur wegrätschen dafür. Ja, Geringverdiener. Weg mit dir. Geringverdiener. Jetzt wird's persönlich. Hä? Jetzt wird's Digga, persönlich. Digga, gib her! Da war Vorteilzeichen ganz dick, Junge. Wieso pfeift der Schiri nicht ab? Zoom mal dran, alle. Da war ein Vorteilzeichen. Warum pfeift er nicht? Du hast mich voll gefoult. Digga, der war fürs Persönliche. Für die Wie steht's? Mach Eigentor, das zählt nicht. Piss dich. Scheiße. Das wäre ja so krank gewesen jetzt. Digga, regt das mich hier auf. Mach ihn. Ja, und schon steht's 3-3, aber auch richtig so. Mach Eigentor. Mach selber Eigentor. Du hast geschummelt gerade. Du hast keine Regeln eingestellt. Junge, da will er fast einen Anschluss durchmachen aus der Aktion so schon. Verarscht. Mit kurz Atem war da, ich hab gehört, warst du glücklich. Ja, hatte mies, wenn man das gemacht hat, dann hättest du Eigentor machen müssen. Nein, voll vorbeigelaufen. Ha! 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 Zack, bam! Puff! Jo. Jo. Ist wieder verglitscht, gepackt und alles. Oh, schön. Und jetzt 2 Discards hier drücken. Das wäre so schön. Digga, wie kann man den nicht machen? Das ist unglaublich, Diaby. Und du sollst cool einer der besten Spieler in der Bundesliga sein. Hm. Oh mein Ach Gott, der so. Kommt durch. Ach so. Smash, der kann eh nichts. Glück gehabt. Oh, wirklich Glück gehabt. Digga, was? Ach, Digga, was soll ich dazu sagen? Ohne Witz. Abseits. Kein Abseits? Ist das asozial? Das war nicht mal abseits, Bruder. Ich dachte 7-mal abseits. Allover Iran, 99 Tempo, macht das dann aber auch auf diese lockere und somit ja, gibt es 2 Discards. Ich bin auch extra mit Verteidiger wieder nach vorne gelaufen und so. Bella, nein! Und weg damit, pfeift ab, Schiri. Das Ding ist durch. 2 Discards, Digga. Richtig wichtig und richtig. GG's, Cenk. Das war aber ein witziges Spiel, ich sag dir ehrlich. Ja, GG. So, Leute. Jo,
2 Discards für Tim. Bellingham tut weh, Sarah tut weh, Saka tut weh, Rudi tut weh. Jo. Rudi so, tut ich verkaufe so in der Zwischenzeit gerade schon meine ganzen Spieler ganz genüsslich, die ich nicht discarden muss. Das bringt ja Spaß. Das bringt Spaß, diese Spieler zu verkaufen, die man nicht discarden muss. Mal schauen, was ich treffe. Ich glaube, diesmal treffe ich Bellingham, um ehrlich zu sein. Ich würde sie nicht gönnen, Bro. Ich habe dir zu viel discardet. Deswegen, ich sage einfach kurz und knackig, was ich nehme. 4-4-2-Formation. Es wäre schon clever, glaube ich, ein paar zu nehmen. Oder nicht. Vielleicht auch ein paar. Vielleicht auch von oben nach unten. Oder links, rechts. Boah, ich habe echt keinen Plan. Ich mache es jetzt einfach aus Gefühl. Ich nehme deinen linken Mittelfeldspieler. Und ich nehme deinen linken ZM. Dieses Paar mäßig. Linkes Paar mäßig. Alles Gute stand in der Verteidigung. Saha war RIV. Bellingham war Torwart. Saka war RV. Du hast getroffen, Rudi Völler World Cup und diesen Robinson. Ach, Digga. Kannst du so ein Discard, müssen wir keine SBC für fertig machen. Freunde, 100 Mio SBB kommt dann gegen Cenk, er hat zugesagt und da wird es ganz krasse Discards geben, egal wer verliert, das verspreche ich euch, das geht gar nicht anders. Wir nehmen es dann die Tage auf, lasst gerne ein Like da, wenn ihr das sehen wollt, lasst gerne kostenlos Abo da, sind die Spieler weg, Cenk? Jo. Armer Jack. Peace. Ciao.